ja schon mal ein bisschen was über meine Ziele ganz grob erzählt. Will ich gerne noch ein bisschen was konkretisieren. Das ist diese lustige Motorsäge an. Der ist nicht so ein geiler Sound. Ja, ich möchte dieses Jahr auf jeden Fall noch mal eine Halbdistanz im Triathlon machen. Dazwischen auf dem Weg habe ich mir noch ein paar kleine Bonbons überlegt. Ja, ich starte mit dem 10-Kilometer-Lauf im Britzer Garten. Das ist ein schöner Saisonauftakt. Es ist meistens noch etwas frisch. Letztes Mal waren es, glaube ich, 0 Grad, unter 0 Grad. Ich glaube Anfang März. Und genau, kann da einfach mal so ein bisschen testen, wie so meine Schwellenleistung ist und daraufhin dann mein Lauftraining anpassen. Der Wunsch wäre da mal unter 40 Minuten zu laufen. Ich glaube, das Ziel ist etwas zu hoch gesteckt. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen besser austarieren. Ich denke, vielleicht sind 41 Minuten drin. Das wäre cool für mich. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 42,5 oder 43. Und genau, dann kommen so, ja, will ich mich noch anmelden für den Volkstriathlon hier von den Weltraumjoggern. Ja, genau, dann eben fahrradtechnisch will ich ja meine Umfänge auf jeden Fall ganz stark noch erhöhen. Das ist nach dem Schwimmen so meine schwächste Disziplin. Also eigentlich ist alles noch gar nicht so richtig cool ausgebaut. Genau, 300 Kilometer in der Müritz. Also das ist ein hohes Ziel, was ich mir gesteckt habe. Und da muss ich halt einfach ran und einfach mehr Umfänge machen, mehr Kilometer reißen. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ich freue mich auch auf die Strecke, 300 Kilometer mal am Stück zu fahren. Ich habe auch Lust, irgendwie mal von Berlin aus an die Ostsee mit dem Rad zu fahren. Dann hat man gleich noch eine schöne Belohnung, wenn man da am Meer ankommt und vielleicht noch reinhüpfen kann, je nachdem, wie warm es ist. Also das sind so ein paar kleine Highlights zwischendurch. Und genau, in Erken habe ich dann den Triathlon, die Halbdistanz und dann nochmal den Berlin XL, glaube ich, so heißt der. Wichtige Sache für die eigene Motivation. Zur Motivation habe ich eigentlich vor, auch noch mal ein extra Video zu machen, aber so viel vorweg. Als ich früher so vor mich hin trainiert habe, bin ich halt so einfach durch die Gegend gelaufen, völlig ohne Plan, ohne Ziel. Das ist auch sehr schön und lustig und tut auch gut. Aber ja, ein Ziel zu haben, auf einen Wettkampf hin, man muss den ja nicht gewinnen, aber dann und dann ist der Termin, dann und dann will ich einfach eine gute Leistung abliefern für mich. Ich muss ja kein Podium machen oder unter den ersten 100 sein oder was auch immer, aber ich will ein Feedback mir selber geben und ich kann es da auch bekommen. Und das ist das Coole, was einen dann motiviert, und genauso wichtig auch zwischendurch, sich so ein paar kleine Meilensteine auf den Weg zu setzen, wie ich vorhin gesagt habe, so ein paar kleine Bonbons, an denen ich auch da wieder ein bisschen Feedback bekomme und die mir so die Alltagsmotivation geben, ja, dass ich weiß, ich komme voran und vergewissere mich irgendwie meiner Ziele, und dann macht das ganze Training gleich noch einen Zacken mehr Spaß. Habe ich mich immer kurz hingelegt, weiß nicht, ob man sieht. Wollte da einen kleinen Hund umschiffen
und schaue, ob der mich nicht in die Wade beißt. Und dann habe ich eine Wurzel übersehen und habe ihn erstmal flachgelegt. Ja, ich hatte in meinem ersten Video schon kurz gesagt, dass die Idee, hier auch mal eine Kamera mitzunehmen, ja auch daher rührt, dass ich von anderen Videos doch stark inspiriert worden bin, nicht nur hier zu filmen. Also vor allem hat mich doch Florian Böge ziemlich angefixt, der ja im Grunde auch sein Triathlon-Leben auf Video aufzeichnet und der mir nochmal eine erhebliche Portion Motivation gegeben hat, da ein bisschen tiefer einzusteigen und ein bisschen mehr zu reißen. Also die Videos von ihm kann ich euch echt nur empfehlen, wer sie noch nicht kennen sollte. Und er hatte auch mehrere zur Trainingsplanung erklärt, TSS und so weiter. Da könnt ihr mal durchklicken. Vielleicht verlinke ich das dann auch nochmal unten in der Textbeschreibung, Videobeschreibung. Und er hat jetzt natürlich auch noch, was heißt natürlich, er hat jetzt zusätzlich auch noch einen Kurs veröffentlicht für Training Peaks, Einsteiger und auch, glaube ich, schon Profis, die sich ein bisschen damit auskennen, wo er gut erläutert, wie die Trainingsplanung am Rechner getätigt werden kann und ihr euch nicht overpaced und übertrainiert und so weiter. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, dann schaut dabei ihm mal rein. Also an der Stelle nochmal danke, Flo, für deine coolen Videos.